LED- und Energiesparlampen verbrauchen nicht nur wenig Strom, sie sind auch besonders langlebig. Hochwertige Energiesparlampen halten 10.000 Stunden und mehr, LED-Lampen sogar 25.000 Stunden. Das bedeutet bei einer durchschnittlichen Nutzung eine Lebensdauer von mehr als einem Jahrzehnt. Doch was ist zu tun, wenn eine Sparlampe nach Jahren der Lichtspende schließlich ihren Geist aufgibt? Wichtig ist, LED- und Energiesparlampen gehören nicht in den Hausmüll. Bundesweit stellt LightCycle ein flächendeckendes Netz von über 9.500 Sammelstellen zur Verfügung. LightCycle arbeitet kontinuierlich daran, das Sammelstellennetz weiter auszubauen. Sammlung muss einfach sein, weil nur einfache Sammlung ist vermittelbar beim Endverbraucher. Und dafür gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, kommunale Wertstoffhöfe, die private Abgabestelle und darüber hinaus natürlich die aktive Information über moderne Medien. Verbraucher finden die nächste Sammelstelle in ihrer Nähe über die Sammelstellensuche auf der Homepage von LightCycle. Einfach nur den Wohnort oder die Postleitzahl eingeben und schon werden die Sammelstellen auf der Karte angezeigt. Ich hab's gefunden. Ah, super. Besonders praktisch, über 2/3 aller Sammelstellen befinden sich im teilnehmenden Handel. So wird das Recyceln zum Kinderspiel, denn die Entsorgung kann einfach mit dem nächsten Einkauf verbunden werden. Die Sammelboxen von LightCycle befinden sich in der Regel hinter den Kassen, im Eingangsbereich oder in der Information. So kann der Kunde ohne viel Aufwand einen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Für Gewerbetreibende, die mehr als 50 ausgediente Lampen entsorgen wollen, unterhält LightCycle 400 Großmengen Sammelstellen. Werden die Lampen selbstständig einsortiert, ist die Abgabe in unbeschränkter Menge kostenfrei. Für den sicheren Transport der gesammelten Altlampen zu den Recyclingunternehmen werden stabile Gitterboxen mit Inlays und für Leuchtstoffröhren Rungenpaletten verwendet. Doch wie funktioniert eigentlich das Recycling von LED-Lampen, Energiesparlampen und Leuchtstoffröhren? Als erstes werden die Lampen zerkleinert. Dann werden Glas, Metalle und die Leuchtstoffe voneinander getrennt. Über vibrierende Waschbecken werden die Leuchtstoffe aus dem Glasbruch gewaschen. Die Metallteile werden von magnetischen Trommeln aussortiert. Wie die Lampenproduktion zeigt, kann eine Vielzahl an Rohstoffen für die Herstellung neuer Produkte verwendet werden. So werden knappe Rohstoffe geschont und bei der Glasherstellung wird durch die Verwendung von Altglas Energie gespart. Deshalb ist Recycling so wichtig.